Seit 2006 setzt sich Hennamund für Rechte von Menschen ein, die von Gewalt in jeder Form und Ausführung, Zwangsheirat, Genitalverstümmelung, FGM und Ehrenmord durch deren direktes Umfeld bedroht und betroffen sind. Wir fordern, dass der Intimbereich von Kindern geschützt wird, weil ihnen körperliche Selbstbestimmung zusteht. Wir fordern flächendeckende Aufklärungs- und Präventionsarbeit, da jeder das Recht auf körperliche und sexuelle Selbstbestimmung hat. Als Teil vom Projekt CHAMS fordere ich Aufklärung und offenen Diskurs zum Thema Genitalverstümmelung, weil ich es einfach schrecklich finde, wie absurd und verrückt es ist, dass diese Form der Unterdrückung weiterhin existiert, ein weltweites Phänomen darstellt. Also bitte Leute, fangt drüber an zu reden, setzt euch damit auseinander, bringt das in die Öffentlichkeit, in die Politik, es sollte was geschehen und dafür appelliere ich an euch alle. Aufklärung ist extrem wichtig, was das angeht. Dankeschön. Wir fordern, dass BeschneiderInnen alternativ entlohnt werden und sie als AdvokatInnen gegen genitale Verstümmelungen eingesetzt werden. Wir fordern Operationen am Genital von intersexuell geschlechtlichen Kindern, ohne deren Einwilligung zu unterlassen, insofern diese medizinisch nicht notwendig sind. Ich bin Geschäftsführerin und Leitung vom Hennamund-Verein. Wir beraten, betreuen, unterstützen und begleiten Hilfesuchende. Genauso ist uns es wichtig, dass wir Aufklärung leisten und sensibilisieren. Ich habe mir oft überlegt, beziehungsweise mir gedacht, was möchte ich Ihnen mitteilen? Was ist meine Botschaft? Was sind meine Forderungen? Sie haben mit Sicherheit sich viel mit Genitalverstümmelung beschäftigt oder was drüber gelesen oder sich einen Film angeschaut. Oder Sie haben nicht viel mitbekommen, weil es zu wenig in der Presse veröffentlicht wird oder darüber berichtet wird. Zu uns kommen Frauen, die von FGM betroffen sind, von Zwangsverheiratung, Zwangsverlobung, Gewalt, sondern und dann auch noch, dass die Familien ihnen mit Mord drohen. Aber was ist meine Botschaft? Meine Botschaft ist es, dass es langsam Zeit wird, dass wir die Politik in Verantwortung ziehen. Dass wir gemeinsam miteinander gegen Genitalverstümmelung kämpfen. Wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben es nicht geschafft, dass die Genitalverstümmelung nicht mehr zugelassen wird, dass es gestopft wird. Weltweit werden auf eine grausame Art Mädchen beschnitten. Das können wir nicht zulassen. Das dürfen wir nicht zulassen. Bitte lasst uns gemeinsam anfangen und lasst uns diese grausame Art stoppen. Das ist meine Botschaft. Machen Sie mit. Nur so schaffen wir es, dass kein Mädchen auf dieser Welt verstümmelt wird, für immer traumatisiert ist und man ihr die Seele kaputt macht. Wir müssen langsam anfangen. Danke.